Ja, ich habe so das Gefühl, die beliebteste Beschäftigung jetzt bei diesen heißen Temperaturen ist erstmal nichts machen und essen. Und vor allen Dingen das in Gesellschaft und das natürlich mit Musik und mit Grillen. Grillen ist was Tolles, man ist in Gesellschaft, man sitzt zusammen, man genießt das Wetter, das Leben und dass es uns gut geht. Und vor allen Dingen, es macht gerade bei diesen Temperaturen jetzt ultra viel Spaß. Und wir haben heute zwei besondere Grills für Sie, damit sind Sie nämlich wetterunabhängig. Kann ja manchmal passieren, dass es anfängt zu regnen oder Sie vielleicht auch im Herbst gerne grillen möchten, und wir haben eine Lösung, wie Sie am besten Musik machen. Und was es heute alles für tolle Produkte sind, das verrät uns Carsten. Ich bin heute der Bratmaxe, ja? Der Grillbeauftragte der Firma Pöll TV, liebe Zuschauer. Und als man mir das gestern sagte, habe ich gedacht, muss das schon wieder sein. Ich wollte da morgen mal was Helles anziehen. Ist so schönes Wetter draußen, ja, mal ein bisschen was Weißes, was Helles. Mensch, dem Wetter angepasst, da muss ich wieder losfahren, muss wieder einen Sack Kohle kaufen, Kohleanzünder, Streichhölzer. Da siehst du wieder aus wie ein Ferkel, hast die Finger schwarz und so weiter. Da sagte mir unsere Redakteurin Katharina, aber nicht doch. Ja, du machst morgen die Tischgrills und die sind sensationell, weil du hast keine Kohle, du brauchst keine Anzünder, du hast keine Kohle? Nein. Oh, soll ich gut umgehen lassen? Keine Kohle, keine Asche. So einfach, wie das klingt, liebe Zuschauer, so schön ist das aber. Denn mit so einem Tischgrill kann man natürlich dann nochmal auf einem ganz anderen Niveau grillen. Und das kann man draußen genauso schön tun, wie man das in den Wintermonaten drinnen machen kann. Und da war ich mal so nett und hab ganz einfach heute Morgen mal schnell, als ich noch ein Brötchen geholt habe, ein bisschen was an Grillgut besorgt. Jetzt weiß ich, Anne, dass du kein Fleisch isst, deswegen habe ich auch an dich gedacht. Ich habe hier Champignons drin, ich habe auch Zucchini mitgebracht. Wunderbar, das heißt, bei uns gibt es kein Futter. Du bist auch Vegetarierin. Okay, dann habe ich genug Zucchini und genug Champignons. Und Jungs, Konstantin, Paul, gib mal zu essen gleich, wenn wir durch sind. Fleisch. So, unser cooler Tischgrill. Wir haben zwei verschiedene Varianten für Sie heute, liebe Zuschauer. Einmal die etwas kleinere Variante, auch mal für einen Zwei-Personen-Haushalt bestens geeignet. Können wir mal reinschauen, da passt schon eine ganze Menge drauf. Es gibt das Ganze aber auch noch mal eine Etage größer. Auf der anderen Seite, die schauen wir uns gleich natürlich auch noch mal in aller Ruhe an. Und ich glaube, ich habe fast einen Tick zu früh angefangen mit der Grillerei. Immer bis ich so einen Grill anhabe, so einen Holzkohlegrill, weißt du, schön wie das ist, bin ich eine halbe Stunde beschäftigt und stehe im Schweiße meines Angesichts. Den hier habe ich eben aufgedreht. Ich habe hier eine stufenlose Temperaturregelung. Ich habe den jetzt mal auf 3 gestellt, auf 5 hätte ich ihn stellen können. Und innerhalb von 5 Minuten, habe ich schon fast gesagt, sind wir schon mit den ersten Geschichten fast durch hier. Ja, das Tolle ist natürlich hier auch dieser Spritzschutz. Ne? Normalerweise darfst du ja zum Beispiel auf dem Balkon oder die Terrasse gar nicht grillen. Aber mit so einem Elektrogrill ist das ja gar kein Problem. Und dieser Glasdeckel, der könnte ja auch als Spritzschutz dienen für zum Beispiel die Wand. Ja. Oder wenn es regnet, nimmst du es einfach mit rein, machst den Deckel zu und hast keine Geruchsentwicklung von irgendwelchen Fettspritzern in der Wohnung. Das ist ja toll, das ist ja ein Ganzjahresgrill, oder? Ich höre dir zu, lieber an, ich muss da mal ganz kurz das Grillgut wenden hier. Du hast vollkommen recht, dieser Glasdeckel ist natürlich das absolute Nonplusultra. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, ich wohne also auch in einer kleinen Wohnung, da hat man nicht unbedingt immer die Möglichkeiten, jetzt mal so einen Grill draußen aufzubauen. Wenn man einen Garten hat und so weiter, sieht die Welt dann immer schon mal ein bisschen anders aus. Aber drinnen in der Wohnung ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja? So. Und deswegen finde ich das einfach toll, dass wir hier mal eine schöne Möglichkeit haben, auch mal drinnen zu grillen oder eben auch mal auf einem kleinen Balkon oder was, weil der nimmt nicht viel Platz weg, der entwickelt gar nicht wirklich viel Rauch. Ja, anders als ein Holzkohlegrill. Und du hast hier, Moment, soll ich gut, gleich wieder bei Ihnen? Ja. Ich liebe das, wenn jemand kocht für uns. Und du hast natürlich jetzt hier eben den Spritzschutz. Ich habe jetzt hier meine Schürze angezogen wegen dem Pöll TV Kochstudio. Ja, ich finde, sie ist ausgesprochen kleidsam, habe ich in der Maske entdeckt, da konnte ich dann vorbeilaufen. Hätte ich an sich gar nicht gebraucht. Jetzt würde ich den, wenn ich normal grillen würde, wahrscheinlich auch zu mir drehen, aber das kann man halten, wie man das möchte. Ja. Und was ich auch toll finde, man kann den Deckel ja sogar abnehmen. Ne? Also das kann man hier, naja, das ist ja hier, du hast ja diesen Schutz. Ne? Und dann kannst du das zum Beispiel auch in die Geschirrspülmaschine tun und dann hast du auch volle Bewegungsfreiheit. Ich finde das ganz, ganz toll. Du bist so gut zu mir. Du willst das Zucchini extra haben, oder? Ja, ich möchte mir meine Zucchini auch verdienen. Liebe Zuschauer, das Coole an diesem Grill ist einfach die Tatsache, dass man natürlich nicht nur keine Kohle hat und damit einhergehend auch keine Asche, die man irgendwie entsorgen muss. Also die ganze Sauerei entfällt ein Stück weit. So lustig, wie das mitunter sein kann. Ja, keine Frage, aber es ist eine ziemliche Sauerei. Sie haben hier auch nicht dieses übliche Problem, dass man im Anschluss immer mit der Wurzelbürste und wie auch immer mit Akkupatz und was ich schon alles versucht habe, diesen Grillrost sauber zu bekommen. Denn wir haben hier eine Keramikbeschichtung auf der kompletten Grillfläche. Und sie haben sogar zwei verschiedene Grillzonen. Das ist natürlich in dieser Kombination sensationell. Sieht toll aus, wie Profi. Ja, die Grillstreifen, die gehören doch dazu. Hast du fein gemacht. Ja, oder? Mhm.
Also zwei Grillzonen. Auf der einen Seite ist dann eher so mein Mittagessen mit den Grillwürstchen, Fleisch, Fisch, alles das, was Sie darauf legen möchten. Natürlich mit den entsprechenden Grillstreifen. Und auf der anderen Seite die vegetarische Variante für Gemüse, für Zucchini, für Paprika. Oder wenn du auch mal einen schönen Lachs machen möchtest, in so einer Alufolie, die so ein bisschen dünstest. Oder ja. Feta-Käse. Oder Feta-Käse, leckeren Käse zum Beispiel, Tomaten, kann man auch drauflegen. Wow. Also zwei verschiedene Grillzonen. Für zwei verschiedene Arten. Aber Sie können sich das selber aussuchen. Tasten Sie sich ein bisschen ran, was für Sie am besten ist. Ja? Auch mal eine coole Geschichte hier. Gibt da überall diese Bratlinge, heißen die, glaube ich, diese Burger-Patties. Ja, kriegst du auch mittlerweile schon im Supermarkt, sogar beim Discounter, kriegst du die schon fertig eingepackt. Und jetzt musst du nicht erstmal extra einen Grill aufstellen und musst gucken, dass der Wind auch nicht irgendwie zum Nachbarn weht oder sonst irgendwas, bevor du wieder Stress und Ärger bekommst. Dann machst du ganz einfach mal eben schnell den Grill auf den Tisch. Und dann lädst du mal ein paar Freunde ein oder für dich alleine, für einen Zwei-Personen-Haushalt. Kinder lieben sowas, ja? Stellst du entweder raus auf die Terrasse auf den Tisch oder machst es auch mal drinnen, wenn es draußen mal wieder ein bisschen schmuddeliger wird, wenn es draußen mal regnet, kannst du das auch jederzeit mal zu Hause auf dem Tisch machen. Das Gemüse sieht übrigens fertig aus. Ja, das ist richtig. Komm mal mit dem Teller hier. Ja, dann bringst du mal den Teller. Ja. Das Gemüse können wir runternehmen, bevor es verbrutschelt. So. Das ging jetzt aber schnell, Mensch. Guck mal, wir haben ja gerade erst mal die Sendung angefangen und schon ist es fertig. Ich bin immer bereit. So, wow. Die Schafe müssen auch gut sein. Dann läuft ja das Wasser im Munde zusammen. So schnell geht das. Und alles sind beisammen. Das finde ich das Tolle an unserem Tischgrill. Weil normalerweise du als Grillmeister müsstest jetzt abseits stehen und grillen. Aber bei dem Tischgrill steht der Tischgrill in der Mitte. Und jeder packt sich das drauf, was er gerne möchte. Und das ist natürlich auch ein Erlebnis. Alle sitzen beisammen. Und das ist so, deswegen mag ich auch Raclette, weil alle beisammen sind und nicht irgendjemand in der Küche steht. Ne? Und das ist nicht einfach nur Essen und Reinschlingen, sondern das Zusammensein, Spaß haben. Und so, das sieht hier echt alles fantastisch aus. Übrig. Vorsicht, ja. Und? Darf ich kosten? Ja, bitte. Hast du die gewürzt? Nee, erstmal nicht. Das denn nicht. Ein bisschen Salz habe ich drauf getan. Mm. Katharina hat gewürzt. Ah, oh, die sind fantastisch, Katharina. Mm. Gut. Ja, ich glaube, die Würstchen, die brauchen noch einen kleinen Moment. Nom. Aber ich bin begeistert, wie schnell das geht. Wieso hat Diana so viel und ich nur einen? Was? Weil Diana gierig ist. Also, liebe Zuschauer, den Tischgrill der absoluten Extraklasse, die wir hier gerade für Sie haben. Das ist der kleine, das ist das erste Modell, liegt noch nicht mal bei 70 Euro. Die fangen normalerweise in einem gut sortierten Fachhandel. Gerne also auch mal so bei 100, 120 Euro an. UVP liegt hier bei knapp 130 Euro. Wegen dem Glasdeckel natürlich, den Sie dazwischen packen können. Das heißt, keine Fettspritzer und gar nichts mehr. Sie können trotzdem immer noch das Grillgut beobachten. Das Ganze eben auch gegen Temperatur geschützt. Sie haben die Keramikoberfläche auf dem Grillrost. Machst mich hier arbeitslos gerade als Grillmeister. Das kriegt ja jeder einfach hin. Weißt du, du musst nicht erst die Holzkohle da erst was vorbereiten. Das traue ich mir als Frau persönlich immer nicht zu, weil ich immer Angst habe, da geht der Grill nicht an. Mhm. Aber so kannst du auch mal spontan grillen. Und selbst wenn es jetzt spontan mal regnet, dann sagst du, okay, komm, wir nehmen den Grill. Ne, der ist ja hier, der hat diese Cool Touch, das Gehäuse. Ja, kannst du anfassen. Und nimmst es dann einfach in die Wohnung mit rein. Das geht ja auch. Natürlich, kannst du drin weiter grillen, wenn mal Petrus nicht mehr ganz so gnädig ist. Ja? Nimmst du den einen Champignon auch noch runter? Warte, komm her. Ja. Pack mal auch noch runter. Ich finde das einfach eine coole Angelegenheit. Du hast jetzt hier also eigentlich auch schon fast so eine Dünstfunktion. Ja. Das riecht schon so gut. Der Konstantin in der Kamera, der guckt auch schon so gierig. Ja, liebe Zuschauer, das macht ganz einfach Spaß. Ja? Und ob Sie sich jetzt für die kleine oder für die große Variante entscheiden, das überlasse ich Ihnen. Wir haben hier, und das kann ich Ihnen sagen, bei der kleinen Variante kommen wir auf eine Grillfläche von 34 x 24 cm. Und der große ist im Prinzip genau das gleiche, nur einfach ein bisschen größer mit 37 x 27, also ein paar Zentimeter mehr. Also für den Zwei-Personen-Haushalt, bestimmt auch mal für drei Personen, Papa, Mama, Kind, reicht meines Erachtens der Kleine. Wenn Sie vielleicht mal Gäste zu Hause haben oder was, nehmen Sie vielleicht gleich den Großen mit dazu. Wie gesagt, der Kleine hat eine UVP von 130 Euro knapp. Wir haben den aktuell für noch nicht mal 77 Euro im Programm. Ist natürlich genau das, was man braucht, wenn man eine vernünftige Ausstattung zu Hause haben möchte. Sie haben Töpfe, Sie haben Pfannen, Sie haben alles Mögliche zu Hause. Da gehört meines Erachtens auch mal ein vernünftiger Tischgrill dazu und der mal für einen schmalen Taler. Jetzt hier bei Pearl TV bestellt. Gut? So lecker. Ja? So. Ich liebe meinen Job. Ja. Lass mal gucken. Muss ich auch mal hast du sehr schön gemacht, Carsten. Ja. Okay. Aber ich muss auch sagen, das macht echt Spaß. Weil jetzt stellen Sie mal vor, der steht auf dem Tisch in der Mitte. Jeder kann sich das drauflegen, was er möchte. Jeder bringt auch ein bisschen was mit. Einer bringt vielleicht einen Kartoffelsalat mit. Ne? Oder vielleicht selbstgemachtes Tzatziki. Oder vielleicht noch ein paar Grillwürstchen. Also das ist eben das Schöne. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Und das geht so einfach und vor allem so schnell. Ich bin begeistert, dass das so rucki-zucki geht. Ne? Das geht unglaublich schnell. Du machst den einfach nur an
Und innerhalb von ein, zwei Minuten ist der entsprechend auf Temperatur. Man kennt das von der Pfanne oder von einem Topf natürlich auch, wo du ganz einfach für die bessere Temperaturverteilung mal einen Deckel drauf setzt. Hier hast du eben den Glasdeckel, wir haben es bei dem kleinen Modell gesehen. Die kannst du natürlich auch jederzeit runternehmen, wenn du möchtest, für einen freieren Zugang. Ich persönlich mag das ehrlich gesagt ganz gerne. Ich wollte so nicht mit dem Rücken zu Ihnen stehen, deswegen verzeihen Sie mir das, dass ich jetzt hier nicht jetzt dahinter stehe. Aber es ist einfach eine tolle Variante jetzt hier. Und den kleinen finde ich super, den würde ich mir so schon mitnehmen. Super, also da wären ja locker 3-4 Personen satt, ne? Locker. Also vor allem, du sitzt ja auch länger. Man legt sich nach und nach was drauf, also das finde ich ganz toll. Und du hast den Regler, beim Holzkohlegrill gibt es entweder ganz heiß oder aus. Und hier kannst du es immer schön die Temperatur regeln. Weil gerade so unser zartes Gemüse braucht jetzt nicht so viel Hitze wie zum Beispiel mal ein Steak oder so, ne? Das stimmt, ja. Und da kannst du das hier schön individuell regeln, einstellen. Und für 66,44 € finde ich das ganz, ganz toll. Die Bestellnummer ist die NC5917 und die 569. Greifen Sie jetzt hier zu, weil... damit ist man wetterunabhängig. Das ist auch mal eine schöne Idee, wenn es dann wieder ein bisschen kälter wird. Ne, und wir uns trotzdem wünschen, auch Mensch, jetzt ein bisschen grillen. Und allein schon der Geruch, da bekommt man einfach gute Laune. Jetzt noch ein Bierchen und der Sommer kann kommen. Ja, ja, greifen Sie jetzt zu. Ich finde, das ist auch mal eine schöne Geschenkidee. Und das Ganze ist ja auch antihaftbeschichtet. Das heißt, du brauchst nur mit dem Lappen drüber wischen. Ja, brauchst kein Geschichte. Fett, kein Öl. Das ist eben das Schöne. Ja. Und so. Wer jetzt sagt, na Mensch, so 3-4 Personen, ich bin sehr, sehr gastgeberfreundlich, ich habe bei mir das Haus immer voll. Ja, Entschuldigung, du hast uns auch noch einen etwas größeren mitgebracht, ne? Ja, das ist richtig, der steht hier rechts von mir. Wollen wir mal kurz tauschen hier den Platz? Ich wollte mal ja. Grillwürstchen anschneiden. Ja, die sind auch schon super hier. Komm mal her. So. Das ist die größere Variante, die hat eine etwas größere Auflagefläche. Ansonsten eben von der Grundausstattung genau das Gleiche. Auch hier wieder Keramik beschichtet von der Oberfläche, zwei Grillzonen, einmal mit den Grillstreifen, das andere etwas flacher gehalten, also die etwas platte Variante Deckel, für ne? Gemüse zum Beispiel, für Zucchinis, für Champignons, für alles Mögliche, was man drauflegen möchte. Und die andere Seite dann eben für Fleisch, für Würstchen, für Fisch. Alles, was du haben möchtest. Cool-Touch-Beschichtung. Lässt sich übrigens alles rausnehmen. Das heißt, du kannst den Grillrost rausnehmen, ja. Du kannst die Glasplatte ja. rausnehmen, du kannst unten drunter die Fettauffangschale rausnehmen, um das Ganze dann entsprechend auch auszureinigen. Also ist wirklich an alles gedacht worden und für den Preis toll. Spitzenklasse. Ja. Danke dir. Also der Preis ist wirklich genial. Ein kleiner Aufpreis, aber Sie haben ja eine etwas größere Fläche von, jetzt, ich würde mal so sagen, 6, 7, 8 Personen werden hier locker satt, ne? Mhm. Und das ist ja eben das Schöne beim Grillen, da bringt jeder was mit, ob es Gemüsespieße sind oder ein paar Semmeln oder vielleicht Kräuterbaguette oder ein Salat. Also das ist natürlich gigantisch für 82 Euro. Das ist ein Erlebnis. Ne? Und da kriegt man auch mal manchmal einen Anruf und spontan, Mensch, ich komme jetzt mal vorbei. Und da überlegt man ja meistens, was soll ich denn kochen? Und hier hat man die einfache Lösung. Einfach einschalten, Würstchen drauf, Salat gemacht, fertig. Und das schmeckt immer gut und macht vor allem Spaß. Ich kenne niemanden, der Grillen nicht mag. Mm-mm. Oder? Ich auch nicht. Entschuldigung, mit vollem Grund spricht man nicht. Ich tue es gerade trotzdem. Moment. Mm. Kein Problem, ich kann ja auch in der Zeit mal die Bestellnummer nennen. Ja, die NC5918 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Und es ist so lecker, so frisch zubereitet. Also das ist schon was ganz, ganz Tolles. Also und du wirst auch nicht satt irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, beim Grillen wird man nicht satt. Ja, weil du nur essen. Zucchini und Champignons isst. Nein, aber ich finde, das ist so schön. Nein, in Gesellschaft hat man noch mehr Hunger. Ich finde, in Gesellschaft, da macht das Essen noch mehr Spaß. Das ist wohl wahr. Und wie wir das gerade hier so schön sehen, liebe Zuschauer, das ist das Schöne an so einem Tischgrill. Den kannst du wirklich überall aufbauen. Den kannst du im Winter mal oder mal im Herbst oder was, wenn es draußen auch mal wieder ein bisschen useliger wird vom Wetter, stellst du den einfach mal auf den Esstisch in der Küche oder im Wohnzimmer. Im Sommer nimmst du den einfach mal mit raus. Ja, kannst ihn da auch jederzeit mal betreiben, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Du machst keinen wirklichen Schmutz, du musst keine Asche entsorgen, du musst keine Kohle kaufen vorher. Und so ein paar Grillwürstchen sind noch mal schnell besorgt. Zur Not hat die Tanke also bestimmt auch noch bis um 12 Uhr auf. Da kriegst du immer mal ein Paket Grillwürstchen. Ja? Mhm. Also es ist eine schöne Angelegenheit, ein bisschen was zum Grillen. Aber meines Erachtens wirklich jeder hier zu Hause, dass du hier ganz einfach mal loslegen kannst. Und ich war wirklich überrascht, wie schnell dieser Grill hier auf Temperatur ist. Ich habe den angemacht, habe den zuerst mal so auf 5 gedreht, da habe ich mir gedacht, hoch! Da wird aber schon ganz knackig heiß, dann wieder runter auf 3 und das reicht eigentlich. Also da kriegst du wirklich alles mit hervorragend gemacht. Da kannst du auch schön so Kräuterbrot, also so Knoblauchbrot drauf machen, ne? Genau. Ein bisschen Butter und Knoblauch oder zum Beispiel auch Kartoffeln, frische Rosmarinkartoffeln. Also es ist so köstlich, es ist einfach alles lecker. Egal, was man hier drauf macht, es ist alles und sensationell einfach zubereitet, ne? Moment, ja? Der Paul, der guckt so gierig. Guck mal hier, Vorsicht, heiß. Ja, Moment. Konstantin, du kriegst auch noch ein Grillwürstchen. Komm her. Oh. Haben wir noch eine hier. Das soll ich jetzt. So, komm. Die eins geht auch nicht leer aus. Vorsicht, heiß. Ja, frisch vom Grill. So, jetzt können wir hier unser Studio versorgen, liebe Zuschauer. Und sei noch Simon, richtig guter Gastgeber zu Hause oder genießen Sie es ganz einfach im Privat. Schmeckt. Und wie ist es so?
So, liebe Regie, gut, ihr geht auch nicht leer aus. Ich habe hier noch zwei Grillwürstchen drauf und ich habe hier noch fünf Schweinekoteletts drauf liegen. Ja, also sobald die Sendung vorbei ist, wir lassen euch also das Studio bestürmt hier. Da, hier werden alle satt. Wichtig ist, dass sie jetzt zugreifen. NC5918 und die 569 ist die Bestellnummer. Die Nachfrage ist jetzt schon super hoch bei unseren Grills. Seien Sie da schnell. Es lohnt sich definitiv. Und schauen Sie mal, wie köstlich das hier aussieht. Ja. Ein Muss für ein Barbecue ist natürlich nicht nur gutes Essen und gute Gesellschaft, sondern auch gute Musik, oder? Ja, stimmt. Hier haben wir ja auch noch unsere Partymusikanlage. Und die steht hier schon neben uns. Das ist die Musik, die Sie schon die ganze Zeit hören. Und das ist was Tolles, denn die ist akkubetrieben. Das heißt, ich brauche jetzt keine Steckdose oder irgendwas in der Nähe, sondern die ist akkubetrieben. Ne? Und das ist das Geniale daran. Die hält locker bis zu 4 bis 6 Stunden, je nachdem, welche Lautstärke du das Ganze abfeuerst. Und das Schöne ist, entschuldige, wenn ich Ihnen gerade einen vorschmatze, ich bin gleich fertig, dann natürlich hier jederzeit die Lautstärke im oberen Teil einstellen. Und Sie haben verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie die Musikanlage mit Musik versorgen können. Es gibt einen klassischen Klinkeranschluss, wenn Sie vielleicht noch einen CD-Spieler oder sowas haben, aber so weit muss man gar nicht denken. Wir haben jetzt hier ganz einfach mal den USB-Stick angeschlossen für MP3-Musik vom USB-Stick runter. Oder hier oben drüber den Kartenslot für die SD-Karten geht natürlich auch. Oder noch komfortabler, und das ist heutzutage eigentlich gang und gäbe, die Möglichkeit Bluetooth einzuschalten. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Wir können hier oben über Modus das Ganze umschalten. Ja, das wäre jetzt hier. Übrigens auch mal eine Radiofunktion, die ist auch noch mit dabei. Line-In für den Klinkeanschluss. Bluetooth hat er natürlich ebenfalls, haben wir gerade schon erwähnt. Oder eben direkt vom USB-Stick runter. Einfach anmachen und los geht's. Das Ganze praktisch hier mit einem Tragegriff. Und wenn da mal so ein bisschen die Sonne untergeht und die Stimmung langsam steigt, das ein oder andere Bierchen vielleicht auch schon geflossen ist, dann werden Sie auch sehen, dass hier vorne in der eigentlichen Lautsprechermembran die Farbgebung wechselt. Ist eine sehr schöne, stimmungsvolle Anlage. Und wenn Sie dann richtig auf Partystimmung sind, wie unsere Mädels hier gerade, dann haben Sie vielleicht noch ein Mikrofon mit einer 6,3 mm Klinke. Können Sie sogar noch Karaoke mitsingen. Da halte ich mich aber raus, weil wenn ich anfange zu singen, gehen die Leute laufen. Das wollen wir nicht, da wollen wir lieber einen geselligen Abend haben. Weißt du, was das Schöne ist, Carsten? Okay. Auch wenn man nicht singen kann, nach dem zweiten oder dritten Glas Rotwein hört sich jede Frau an wie Beyoncé oder Adele. Also das Gefühl habe ich zumindest immer. Aber es geht darum, geht es ja auch nicht, dass man singen kann, sondern es geht um den Spaß, um die Musik, um das gemeinsame Zusammensein, die Lebensfreude, den Spaß haben. Ne? Ja, also ich muss zugeben, ich habe selbst auch mal mit Ralf mal Karaoke gesungen. Ich war noch niemals in New York. Und? Ralf hat mit angefangen. Ralf kann ja singen. Ja? Ja. Ja. Ralf hat mit angefangen. Und irgendwann denke ich mir, wieso ist das so ruhig neben mir? Er hat das Mikrofon ganz einfach auf den Tisch gelegt und grinst mich nur an. Und ich stand da, also vor all den Leuten, das Mikro in der Hand, ich war noch niemals in New York. Das erste Mal hat es wehgetan, beim zweiten Mal war es eine ganz witzige Angelegenheit. Sie kennen das, Sie haben es lange genug vermisst. Wir haben jetzt ein Jahr gefühlt irgendwie im Keller gesessen und konnten nicht wirklich raus. Wir waren das nur noch stimmt. zu Hause oder auf Arbeit, aber sonst auch gar nichts mehr. Und jetzt geht man raus, jetzt macht man mal ein Picknick im Grünen, jetzt sitzt man im Garten draußen, jetzt genießt man das schöne Wetter. Grillt dabei, hat eine vernünftige Musik dabei, noch ein bisschen stimmungsvolle Beleuchtung und schon ist die Welt doch wieder in Ordnung. Oder wie sehen Sie das? Und ich finde die Musikanlage wirklich toll, weil du kannst sie eben überall nutzen, weil sie akkubetrieben ist, sie ist mobil nutzbar, du hast hier natürlich auch diese tolle LED-Beleuchtung, was ich besonders spektakulär finde. Und du kannst eben deine Lieblingsmusik hören, ne? Jetzt nicht nur klassisch Radio, sondern einfach auch mal Musik vom USB-Stick oder SD-Karte. Das ist eben hier auch das Tolle daran. Also ein FM-Radio ist eingebaut, ein UKW-Radio ist eingebaut, wohlgemerkt, wenn du auch mal zwischendurch Nachrichten hören möchtest. Oder ganz einfach auch mal so ein bisschen Musik hören möchtest vom Radio, von deinem Lieblingsradiosender, da gibt es ja eine ganze Menge. Oder aber du machst, die Antenne ist übrigens dabei im hinteren Teil, oder aber du machst eben deine eigene Musik an. So ein bisschen Stimmungsmusik, der eine mag es ein bisschen peppiger, der nächste steht auf Schlager, der dritte mag es ein bisschen romantischer, je nach Stimmungslage. Aber egal wie du es halten möchtest, du hast deine Musik hier immer mit dabei, weil das Ganze entsprechend also akkubetrieben ist. Oh, wir hören gerade, die Nachfrage ist extrem hoch hier. Also wirklich, das Wahnsinn, wer alles hier den Tischgrill bestellt. Unter anderem hat der Reimer den großen Tischgrill bestellt. Ja, lieber Reimer, alles richtig gemacht, gute Wahl. Ja. Also da schmeckt alles darauf. Wir essen hier schon die ganze Zeit. Wir sind auch froh in diesem Falle, wenn die Sendung vorbei ist, damit wir uns jetzt hier über dieses leckere Gegrillte stürzen können. Ja, und das ist das Tolle. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Es macht Spaß. Und dann noch in Kombination mit unserer Musikanlage, da kann der Sommer kommen. Wir können schlemmen und Musik machen. Und ja, der Sommer hat noch nie so gut geschmeckt wie mit unserem Tischgrill. Greifen Sie jetzt zu. Und vor allem auch bei unserer Partyanlage. Das ist wirklich auch was Besonderes. Die ZX1608 und die 569 ist die Bestellnummer.
Genau. Und währenddessen Sie bestellen, machen wir ein bisschen Party und wir essen und Sie können das auch. Greifen Sie jetzt zu, Sie werden es nicht bereuen. Rufen Sie uns an. 0800 51 51 und dreimal die 4. Guten Abend. Sommer kann kommen, Freunde. Ja. Tschüss.